Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge hier. Und zwar starten wir heute rein mit einer FIFA 22 Spielerkarriere. Und wir sind hier gerade live im Stream, sogar wir können ja auch nochmal schnell den Chat einblenden. Wir sind hier live auf Twitch und nehmen hier einfach auf Twitch hier aktuell die neue Spielerkarriere auf. Davon wird es jetzt jede Woche eine Folge geben. Ich denke am Sonntag immer und ich denke am Freitag werden wir die dann immer aufnehmen. Also falls ihr gerne selbst mit dabei sein wollt, dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Erster Link unten in der Beschreibung, Soliero.tv. Falls ihr da noch nicht reingefolgt seid, könnt ihr das noch gerne machen. Und damit aber genug Werbung. Wir legen direkt los, haben uns auch schon für einen Verein geeinigt, haben den gefunden und damit starten wir rein mit einer Spielerkarriere zum ersten Mal hier auf diesem Kanal. Hier haben wir dann einfach schon den Avatar importiert, den ich schon mal irgendwo erstellt hatte. Da ändern wir jetzt nur noch das Geburtsjahr auf 2003, damit das auch nochmal mit mir übereinstimmt und alles andere lassen wir soweit. Dann haben wir hier gesagt schon, wählen wir einfach mal 1,87 Meter, 88 irgendwie sowas und 79 Kilo, damit hier alle Werte eigentlich recht ausgeglichen sind. Also das ist eigentlich dann ein recht guter ja, Mittelwert irgendwie. Und das Position wählen wir natürlich Stürmer, haben wir gesagt. Denn ich denke, das ist dann am interessantesten für die Karriere. Starker Fuß kann man wahrscheinlich nicht mehr ändern. Nehmen wir jetzt einfach links, dann würde das auch nochmal mit mir übereinstimmen. Lassen wir soweit alles. Auch da können wir natürlich gerne noch was ändern. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder wie gesagt, auf Twitch sonst einfach live reinschauen. Dort könnt ihr natürlich auch gerne sonst immer Vorschläge machen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, bei welchem Verein wir denn überhaupt reinstarten. So, und nachdem ich ja aus Österreich bin, habe ich mir gedacht, starten wir diese Spielerkarriere auch einfach in Österreich. Und zwar bei dem Verein, der bei mir am nächsten eigentlich ist. Und das wäre hier dann Austria Klagenfurt und damit legen wir bei Austria Klagenfurt los, werden da aber denke ich ohnehin nicht lange bleiben, denn letztendlich wird es unser Ziel sein, natürlich zu einem Top-Verein zu wechseln und es kann gut sein, dass wir da schon nach einem halben Jahr weiter wechseln und damit legen wir los. Okay, und nachdem wir hier schon mal reingestartet haben, müssen wir hier jetzt irgendwelche Attribute verteilen. Da kenne ich mich ja noch gar nicht aus, auch falls ihr da irgendwelche Ideen habt, einfach gerne sonst in die Kommentare schreiben. So, und jetzt müssen wir erstmal Skillpunkte verteilen, dann können wir hier oben durchwechseln zwischen den verschiedenen Bereichen eben und als Stürmer würde ich auf jeden Fall sagen, packen wir erstmal gut Tempo drauf. Hier rechts haben wir dann auch nochmal Sprintgeschwindigkeit, also die beide können wir beide vielleicht machen. Hier nochmal Sprintgeschwindigkeit können wir auch machen. Und damit haben wir alle Skillpunkte soweit ausgegeben und sagen dann einfach mal fertig. Als nächstes müssen wir wieder irgendwas noch festlegen für unsere Spieler. Irgendwelche Attribute. Da hätten wir defensives Bollwerk, Vorlagenserie und Defensivabdeckung. Dann nehmen wir einfach mal das. Aber es kann sein, dass sich das halt laufend verändert oder da können wir auch noch Sachen freischalten. Also wenn ihr da besser auskennt, dann könnt ihr das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. So, und dann wären wir hier erstmal angelangt, hier im Menü. Wir sehen links unten unseren Spieler. Wir sind 18 Jahre mit einer 70er Gesamtstärke. Das kommt mir eigentlich ziemlich stark vor und damit müssen wir eigentlich schon Stammspieler eigentlich sein bei unserem Team. Zu schnell muss es dann fast gar nicht gehen, aber das könnte auf jeden Fall passieren, wenn wir hier schon bei einer 70er Gesamtstärke sind. Wir haben hier direkt auch mal ein Vorbereitungsturnier, wo wir heute natürlich auch direkt das erste Match machen werden. Dann können wir rechts unten natürlich Trainingseinheiten festlegen. Wir müssen hier dann wohl wieder jede Übung einmal durchmachen. Das heißt, wir werden das jetzt einfach in den nächsten Folgen immer so ein bisschen abarbeiten und deswegen werden wir jetzt einfach zum Beginn mal die Trainingseinheiten spielen, kennen die aber natürlich bereits auch aus der Karriere. Deswegen werde ich euch die, denke ich mal, trotzdem soweit rausschneiden. So, Training abgeschlossen. Dann sehen wir hier Levelaufstieg 2. Wir kriegen dafür 3 Skillpunkte und sind hier Distanzschützin. Das ist dann ein Vorteil. Okay, also diese Vorteile zählen wahrscheinlich nicht dauerhaft, sondern vielleicht nur kurzfristig. Das muss ich dann auch noch ganz verstehen. Entwicklung, da können wir rüber wechseln. Dann sehen wir hier erstmal unser Profil. Wir sind 1,88, 78 Kilo Stürmer. Wir können einfach unsere Größe ändern. Da können wir in dem einen Spiel mit 1,60 Meter spielen und im nächsten Match spielen wir mit 1,90 Meter. Die anderen kriegen wir hier erst freigeschaltet auf Level 9 und auf Level 19. Und hier haben wir freigeschaltet, deine Präzision und deine Schusshärte bei Weitschüssen werden erhöht. Dann nehmen wir aber das rein. Ich denke, das ist auf jeden Fall besser als irgendwelche Defensivfähigkeiten, die uns als Stürmer eh nichts bringen. Dann schauen wir hier nochmal rein. Hier können wir eben dann uns verbessern. Wir haben hier 3 Skillpunkte. Dann würde ich sagen, packen wir die mal beim Schusstraining hier drauf. Also das wäre hier dann Abschluss auf jeden Fall. Meine Karriere, dann sehen wir hier nochmal den Fortschritt. Wechselwunsch, das ist auf jeden Fall auch wichtig im Karriereende. So, nachdem wir hier schon soweit alles eingestellt haben, gehen wir jetzt auch einfach rein mal ins erste Match. Und wir haben jetzt hier andere Gruppengegner, als wir vorhin hatten, weil wir gerade hier nochmal was neu starten mussten in der Karriere. Wir haben nur die 3 Trainingseinheiten nochmal neu gemacht und gehen jetzt damit rein ins erste Match gegen Motherwell, Verein aus Schottland meine ich, bin mir da nicht sicher, aber damit gehen wir direkt rein und wir starten nicht vom Beginn an und wir werden nicht mal eingewechselt. Müssen damit mit der Schnellsimulation rein, obwohl wir eine 70er Bewertung haben, holen dann hier das Unentschieden im ersten Match. Und im zweiten Match werden wir dann hier zumindest eingewechselt, hier in der 56. Minute gegen Sepsi USK.
keine Ahnung von, wo die sind, aber wir werden hier jetzt reingehen und steuern, aber erstmal das gesamte Team. Da könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, sollten wir auch Matches alleine spielen. Wir können da abwechseln vielleicht, aber ich denke, weiter oder erfolgreicher werden wir schon, wenn wir das gesamte Team spielen. Und da müssen wir uns natürlich auch anspielen, denn wir sind ja der Stürmer. Und da werden wir jetzt eingewechselt hier im Vorbereitungsturnier, unser erstes Match hier. Und da sehen wir unsere Ziele. Spielerbewertung 6,5, Ziele optimieren. Kann ich mich hier entscheiden, was ich nehmen sollte? Ich glaube, okay, also wenn wir das abschließen, dann kriegen wir einen höheren EB-Bonus. Das andere müssen wir, glaube ich, trotzdem abschließen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, wir sind hier mal richtig gut reingestartet. Fangen den Eckball zuerst nicht ab, legen den irgendwie nochmal in die Mitte und kriegen einfach direkt den Gegentreffer. Spielstand habe ich gar nicht gesehen. Aber das ist ja mal wirklich der schlechteste Start, den wir hier nur haben können. Hier irgendwie passe ich den dann in die Mitte und legt den halt einfach auf. Und nachdem ich hier wirklich schon lange auch nicht mehr FIFA gespielt habe und das erste Match ist, ist das auch nicht so optimal. Es ist nur das Vorbereitungsturnier, aber bisher finden wir hier gar nicht rein. Die Facecam haben wir jetzt einfach mal nach unten gemacht, weil oben halt die Anzeige ist von der Bewertung. Und da kriegen wir fast den nächsten Treffer hier. 68. Minute, wir sind mit 2:0 sogar in Rückstand. Also mit dem Sieg wird das sowieso nichts mehr. Da müssen wir zumindest schauen, dass wir unsere Ziele hier erfüllen. So, jetzt hier der nächste Pass nach vorne und jetzt hauen wir den dann einfach mal selbst rein. Was war das denn für ein Abschluss? Pink, das ist unser tatsächlicher Stürmer eigentlich. Und ich hoffe, dass der Trainer das auch gesehen hat und dass wir dann das nächste Mal von Beginn an spielen. Ganz schwacher Abschluss. Wir verlieren dann hier das erste Match mit 2:0. Das war auf jeden Fall überhaupt nicht gut. Wir haben aber zumindest als Spieler von unserer Seite aus das Beste draus gemacht. Wir haben ein Ziel nicht erfüllt, nämlich den Ball abfangen in der eigenen Hälfte. Alles andere haben wir aber trotzdem erfüllt. Das zumindest schon mal gut und wäre natürlich schön, wenn wir beim nächsten Match von Beginn an spielen. So, da sind wir jetzt nach dem Match. Wir kriegen bei der Trainerwertung 15+. Das ist zumindest gut. Steigen fast auf Level 3 auf und haben eben zwei Ziele erfüllt und eben auch das optimierte Ziel erfüllt. Jetzt gehen wir direkt rein ins dritte Match schon und werden dann hier in der 56. Minute eingewechselt als Stürmer und damit hoffentlich bessere Chancen, jetzt hier zumindest vielleicht zu treffen sogar und vielleicht auch den Sieg zu holen. Kriegen nochmal hier die Möglichkeit zur Flanke. Wären wir, glaube ich, im Abseits vielleicht gewesen. Vielleicht auch nicht. Das ist die Vorlage zum Schuss, aber leider nicht zum Tor. Wieder der nächste Ballgewinn. Guter Pass raus. Jetzt hier richtig gut gespielt. Das war fast dann unser erster gefährlicher Abschluss aufs Tor. Bewertung haben wir. Was brauchen wir denn hier noch? Einen Pass brauchen wir noch und einen Schuss aufs Tor. Das wäre ja fast gewesen. Es wird dann hier das 0-0 werden und damit scheiden wir aus im Vorbereitungsturnier. Also bisher ist hier echt wenig los, muss man sagen. Vorhin keinen Treffer gemacht, hier wieder keinen Treffer gemacht. Dann nehmen wir in dieser Folge auch noch den ersten Bundesligaspieltag mit. Dann kriegen wir hier wieder nach dem Match 15+ vom Trainer. Das ist gut, aber wir schaffen es noch immer nicht in die Startelf rein. So, ich habe jetzt nochmal Trainingseinheiten abgeschlossen. Wir gehen jetzt nochmal ins letzte Match für die heutige Folge rein und damit auch ins erste Bundesliga-Match. Und das ist direkt das Derby hier. Das Kärntner Derby hier in Österreich. Die Vereine, die dann doch recht knapp beieinander liegen. Klagenfurt hier gegen Wolfsberg. Und ich hoffe, dass wir zumindest zum Einsatz kommen. Wir werden eingewechselt in der 62. Minute, sind mit 2:0 in Rückstand. Und wir werden auch noch im rechten Mittelfeld eingewechselt. Wir haben zumindest das Tempo, gehen jetzt rein mit dem ganzen Team. Und hoffen, dass wir vielleicht irgendwie mal zu einer Vorlage, zu einem richtig guten Match vielleicht irgendwie kommen. Auch wenn wir dann am Ende hier wahrscheinlich nicht mehr gewinnen werden. Aber das wäre am Ende halt mal wichtig, dass wir mal von Beginn an spielen. Und dann wird es halt auch leichter mit den Toren. Unsere Ziele hier. 6,5er Bewertung. Optimiertes Ziel 7,5. 10 Pässe, optimiert 15 Pässe. Und eine Vorlage, da bleibt... Okay, jetzt verstehe ich das auch mit den optimierten Zielen. Die werden dann einfach eben höher. Also aus 10 Pässen werden dann 15. Und da kommt Wolfsburg direkt rein. Und jetzt gibt es auch hier noch das 3:0. Also defensiv stehen wir halt echt auch nicht gut. Einerseits, weil ich es nicht gut mache, andererseits, weil das Team halt an sich halt echt nicht so gut ist. Da ist schon wieder alles frei. 4:0. Das Derby wünscht man sich hier nicht. 4:0 am ersten Spieltag. Ja, den sollten wir aber haben. Den sollten wir haben. Und damit kommen wir, glaube ich, zum ersten Mal an den Ball hier. Und müssen den jetzt eigentlich reinmachen. Das müsste der erste Treffer hier sein in dieser Spielerkarriere. Und wir hauen ihn wieder nicht rein. Es ist der Posten. Oh, jetzt haben wir hier nochmal gut Platz. Ziehen in die Mitte, kriegen den Pass. Und hauen den nicht rein. Das war unser erster wirklich richtig starker Abschluss eigentlich. Also der Abschluss war nicht stark, aber das war die erste wirklich richtig gute Möglichkeit eigentlich für uns hier ein Tor zu machen. Und damit werden wir die Folge wirklich... kein einziges Match gewinnen und auch keinen einzigen Treffer und bisher auch noch keine einzige Vorlage machen. Verlieren damit 4:0 hier im Derby den ersten Spieltag. Auch das natürlich nicht gut.
oder unserer Leistung. Die war dann am Ende hinaus doch nochmal in Ordnung. Auf jeden Fall 6,8er Bewertung noch. Und ich denke, das wird in den nächsten Folgen besser werden. Unser Spieler wird besser werden. Und wir werden hoffentlich auch irgendwann in der Startelf stehen. Kriegen wieder plus 5. Aber ich weiß halt nicht, was ich hier noch machen kann, dass wir schneller reinkommen. Schreibt das uns gerne in die Kommentare, dann spielen wir in der nächsten Folge vielleicht auch endlich von der Startelf weg. Ein Tor und eine Vorlage, das wäre natürlich auch hilfreich. Und am besten halt wahrscheinlich diese Sachen hier erfüllen. Das ist natürlich auch dann sinnvoll. Das würde natürlich auch einiges bringen. Schauen hier nochmal jetzt darauf, dass wir hier nochmal unsere Punkte einsetzen irgendwie. Wir haben 6 Punkte, hauen die jetzt hier nochmal rein unten beim Tempo. Damit haben wir das vollständig abgeschlossen. Können hier nichts mehr machen, das ist aber schon mal gut. 88er Sprintgeschwindigkeit. Und jetzt werden wir hier noch unsere Schuss-Skills upgraden. Da haben wir auch schon 76er Abschluss. Auch das geht auf jeden Fall klar. Da machen wir dann nächste Woche am Sonntag weiter. Und hoffentlich läuft es dann dort nächsten Sonntag besser. Ihr könnt gerne auf dieses Video schon mal ein Like und ein Abo da lassen, falls ihr es nicht gemacht habt. Gerne auch auf Twitch vorbeischauen. Dort könnt ihr uns beim nächsten Mal auch live dabei sein, wenn wir nächsten Freitag in etwa um 16.30 Uhr die nächste Folge aufnehmen. Die kommt dann natürlich auch sonst nochmal am Sonntag online. Wenn ihr im Stream nicht live dabei seid, dann könnt ihr euch das dort gerne nochmal anschauen. Und damit war es das von hier. Bis zum nächsten Mal, wieder schauen und reingehauen.